Damit ein herzliches Glück auf und herzlich willkommen beim FC Erzgebirge Aue. Das Ganze zur Spieltagspressekonferenz für Matchday 29. Heißt Samstag zum Abschluss der für den FC Erzgebirge englischen Woche kommt Hannover 96 zu uns ins Erzgebirgsstadion. Zwei Tage Zeit noch für die Vorbereitung. Unser Sportchef und Chefcoach Pavel Dotschew ist da. Die Mannschaft stößt am Nachmittag dazu. Pavel, du hast deine erste Trainingseinheit in Form eines Laufs am Vormittag schon hinter dir. Jetzt frisch und fix und, wenn man so will, fertig vorbereitet für die PK. Der Ausblick aufs Hannover-Spiel. Ja, danke, Peter. Guten Tag allerseits. Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr anstrengende Woche für uns, auch mit der Fahrerei noch dazu. Und natürlich jetzt dieses Spiel in Hamburg muss man schon ein bisschen relativieren alles. Das war keine gute Leistung für uns, kein gutes Spiel. Aber von der anderen Seite möchte ich an dieser Stelle auch ein bisschen die Spieler in Schutz nehmen und sagen, dass wir in Ingolstadt drei Tage vorher haben wir 90 Minuten quasi Unterzahl gespielt und haben sehr viel Aufwand getrieben und wir sind gerade noch auf 2-2 gekommen und dann haben wir nicht geschafft, uns zu belohnen. Das war auch natürlich psychologisch gesehen nicht gerade sehr, sehr gut für die Jungs. Erstmal das, zweitens auch diese ganze Fahrerei Ingolstadt hin und zurück und dann jetzt auch Hamburg. Also dass wir auch ab 60. Minuten zusammengebrochen sind, weil die Mannschaft von Hamburg spielt, eins von den besten Mannschaften in der Liga ist und dann musst du immer wieder anlaufen, kostet unheimlich viel Kraft und vor allen Dingen auch für mich entscheidend. Entscheidungsmoment oder Entscheidungsszene war das zweite Tor kurz mit dem Abpfiff für Halbzeitabpfiff. Das war auch so psychologisch auch nochmal für die Jungs schwer nachher, das alles wegzustecken. Und da kommt auch die Müdigkeit und ab 60. Minuten meine Mannschaft ist ja zusammengebrochen und von daher gibt es schon ein bisschen auch ein und andere Situation, wo man sagen kann, dass die Spieler schon alles versucht haben, aber leider hat das wieder nicht gereicht. Und deswegen das Gute jetzt dabei ist, dass wir jetzt am Samstag nächste Chance haben, nächstes Spiel haben, vor allen Dingen zu Hause, wieder Reaktion zu zeigen und auch endlich mal auch Erfolgserlebnis zu haben, was momentan brutal wichtig ist. Ich habe das auch vorm Spiel gegen Hamburg schon beim Sky-Interview auch gesagt, was ich denke, dass das Spiel jetzt gegen Hannover ist unsere letzte Chance. Und diese Chance müssen wir, diese kleine Chance, was wir haben, müssen wir versuchen wahrzunehmen. Also das ist für mich oberste Priorität, was momentan alles hat. Alle diese Sachen, jetzt, was jetzt in Hamburg war oder in Ingolstadt, müssen wir ausblenden und versuchen jetzt nur auf das Spiel am Samstag uns zu konzentrieren, auch wenn selber, wie ich schon sagte, das sehr, sehr schwer für uns alle ist. Aber trotzdem haben wir noch eine minimale Chance und müssen wir versuchen, diese Chance wahrzunehmen. Das Gute auch dabei ist, dass jetzt Kühn wieder dabei sein kann und Zulinski, da sind zwei Leute, die wieder zurückkommen und die sind frisch vor allen Dingen und das ist was Positives und ich denke schon, dass wir am Samstag genug Kraft haben, hier gegen Hannover zu gewinnen. Da bin ich absolut überzeugt, dass wenn wir als Mannschaft wieder auftreten, so wie oft der Fall jetzt letzte Zeit war, denke ich mir, dass wir absolut Chance haben, hier gegen Hannover zu gewinnen und dann mal schauen, was die anderen machen, was die Konkurrenz macht. Dankeschön. Ja, Pavel, vielen Dank. Wir erwarten am Samstag um die 6.000 Zuschauer im Vorverkauf bzw. abgesetzt. An Stand Donnerstag sind über 5.000 schon weg. Insofern sollten es 6.000 werden und die sind auch für uns, für die Mannschaft ganz, ganz wichtig, Pavel, ne? Ja, wir müssen sie mitnehmen, die Fans. Wir müssen auch diese Funken muss von uns auch kommen und überspringen auf die Tribünen. Das ist natürlich wichtig, weil wir können jetzt nicht erwarten, dass die Fans uns unterstützen und wir bringen keine Leistung. Also das ist ja Geben und Nehmen. Und das ist das, was ich erwarte auch von meiner Mannschaft, dass wir auch die Fans auch mitnehmen und dass wir auch sozusagen mit 12. Mann heute nicht, am Samstag gewinnen. Tja, da sind wir bei den Fragen
von den Kollegen der Presse, die da sind. Und wir starten mit Thomas Scholze von der Freien Presse. Ich fange mal so an. Ja. Mir ist zuletzt aufgefallen, dass Ihre Mannschaft auch in der Defensive große Probleme hatte, immer ziemlich weit weg war von den Gegenspielern, entscheidenden Szenen. Kann man das abstellen? Kann man das trainieren? Werden Sie darauf eingehen? Das sehen Sie genau richtig. Ich sehe das auch nicht anders. Also da gebe ich Ihnen 100% recht. Das ist unser Manko. Wir bekommen generell sehr viel Gegentore, gerade deswegen, weil wir zu weit weg von der Mannschaft sind, von gegnerischen Spielern sind, vor allen Dingen letzte Drittel. Es ist immer wieder so eine Sache, wo wir im Strafraum nicht Raumdeckung spielen dürfen. Wir müssen Manndeckung spielen. Wenn ich jetzt sehe, das erste Tor, wie zum Beispiel Dirk Karlsson sich verhält, der geht gar nicht zum Mann, der guckt zu, 2 Meter und Glatze kann dann den Ball frei köpfen. Also das ist unser Manko generell. Wir bekommen viel zu viel Gegentor. Und das ist, sicherlich kann man auch trainieren und kann man auch verbessern, aber das ist ein langer Prozess. Und ich sage es mal so, warum haben wir gegen Regensburg gewonnen? Weil wir 0 gespielt haben. Und das ist auch eine Sache, was wir begreifen müssen. Und jetzt am Samstag wird auch nicht viel anders. Wir müssen alle Mann müssen wir gut verteidigen, alle schnell hinter den Ball kommen. Wir müssen letzte Drittel eng an Mann sein. Das ist unser Hauptproblem. Aber das ist ja leider so nicht einfach, per Knopfdruck, sage ich mal, so was abzustellen. Das ist ein Prozess. Thomas, macht weiter oder Sebastian Wutzler? Eine Sache noch. Wie geht Ihr Kapitän damit um, dass er, nachdem er wieder ins Tor gekommen ist, jetzt wieder so einen Fehler gemacht hat, der zu einem Gegentor geführt hat, zu dem, wie Sie Sachen entscheiden? Ja, es ist menschlich, wenn man Fehler macht. Das hat er nicht absichtlich gemacht. Martin hat auch natürlich auch viele Spiele auch uns geholfen und viele Punkte gerettet. Und müssen wir auch jetzt auch diese Fehler natürlich nicht jetzt als schwarze Schafin abstempeln und sagen, er ist jetzt schuld. Das ist ja nicht. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und deswegen wäre jetzt falsch, wenn wir jetzt selbstgemachte Probleme jetzt hier machen oder Baustellen aufmachen. Martin ist ja unser Kapitän, unser Torwart Nummer 1. Und das bleibt erstmal so. Sebastian Wutzler, bitte, für die Bild. Ja, Herr Chef, Sie haben gesagt, die Mannschaft ist in Hamburg am Ende zusammengebrochen. Wie wollen Sie es jetzt schaffen, dass die notwendige Frische geistig und auch körperlich wieder reinkommt? Ja, erstmal kommen 2 Spieler wieder zurück. Ich glaube, dass die jetzt so fit sind, dass die 90 Minuten marschieren können. Erstmal das. Zweitens, ich habe jetzt am Wochenende, am Dienstag habe ich jetzt Sören Gonta, der Einzige, der 90 Minuten gespielt hat. Da habe ich noch Barilla und Dima Nazarov. Und Toni Jonic, das sind die Leute, die durchgespielt haben. Alle anderen, ich habe jetzt zum Beispiel Sam Schreck ganz bewusst runtergenommen vom Platz. Nicht, weil er schlecht war, im Gegenteil, der hat in Ingolstadt super Spiel gemacht. Und jetzt auch gegen HSV wieder war ein von unseren besten Leuten. Aber ich habe ihn gerade deswegen rausgenommen, um ein bisschen zu schonen für das Spiel am Samstag, weil das Spiel in Hamburg war schon gegessen. Also was soll ich jetzt machen? Ich habe versucht, da wo ich mal ein bisschen rotieren kann, zu rotieren. Und von daher, wir werden jetzt am Samstag nicht so viele Leute haben auf dem Platz, wo ich sage, dass die durchgespielt haben. Und deswegen von Kraft her, von Energie her, denke ich, wir werden schon genug Kraft und Power haben, auch hier zu Hause zu dominieren. Sebastian Mutzler macht weiter. Ja, vielleicht noch ein Satz zum Gegner Hannover. Ich glaube, die haben mal nicht gewonnen. Wie erwarten Sie die? Vielleicht auch ein bisschen verunsichert?
Ja, verunsichert, aber das ist immer wieder so für Aue, wir dürfen gar nicht gucken auf Statistiken für Gegner, vom Gegner, und HSV hat ganze April, immer April kein Spiel gewonnen und. Ist alles eigentlich für uns irrelevant, weil ich halte nicht sehr viel von diesen ganzen 4 Spiele nicht gewonnen, 2 Spiele nicht gewonnen und. Wir müssen einfach nur uns auf das Spiel konzentrieren und das ausblenden. Für mich ist ja, wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren und nicht auf solche Sachen konzentrieren, weil das kann uns nur ablenken. Also wir sind, wenn jetzt Hannover verunsichert sind, wir sind nicht jetzt anders. Also wir sind selber angeschlagen und deswegen denke ich mir, wir sollen uns auf unsere Sachen konzentrieren und nicht auf Gegner gucken. Noch eine personelle Frage. Sören Gonter hatte letzte Woche bei uns schon angedeutet, dass auch im Abstiegsfall er sich durchaus vorstellen könnte, in Aue zu bleiben. Wie sehen Sie das? Würden Sie auch dafür stimmen, dass Sören in Aue bleibt? Wir haben immer gesagt, wir haben so einen Plan, wo wir jetzt 11 Leute haben, wo die Verträge haben. Wir müssen jetzt zeitnah auch gucken mit den Leuten, die keine Verträge haben, mit welchen Leuten wir verlängern wollen. Und natürlich auch Spieler von außerhalb wollen wir auch holen, 4, 5 Stück auf jeden Fall, die Mannschaft auch verstärken werden. Und natürlich auch Trainerposition ist auch sehr wichtige Sache für uns. Also von daher, die Spieler müssen sich ein bisschen gedulden. Und da sicherlich wäre es schön, wenn zeitnah auch wir mit Trainer weiterkommen und dann zusammen diese Planung machen. Weil ich bin der Meinung, kann ich Ihnen sagen, wir brauchen hier frisches Blut. Auf jeden Fall. Wir brauchen frische Leute, wir brauchen frisches Blut. Das Mikrofon wäre noch an, Sebastian oder Thomas Scholze. Höre ich daraus, dass Sie eher in der Funktion als Sportchef eher nicht verlängern würden mit Sören Gonter? Das habe ich nicht gesagt. Das werden wir am besten gemeinsam mit dem neuen Trainer entscheiden, weil ich möchte jetzt nicht alleine oder dass wir jetzt alles alleine machen und dann nachher der Trainer kommt und sind ihm die Hände gebunden. Also der neue Trainer muss auch schon die Option und die Möglichkeit haben, ein und andere Philosophie oder Spielertypen, die er denkt, dass er braucht, ihm auch die Möglichkeit einzuräumen. Und wenn ich jetzt an alle Spieler Verträge gebe, dann haben wir nachher die Möglichkeit nicht. Wir müssen den Kader für nächste Saison auf jeden Fall reduzieren. Also wir wollen auf jeden Fall Kader reduzieren, auch den Qualität erhöhen. Und das ist auch so eine Sache, wo wir jetzt uns nicht alles zubauen wollen. Dann blicken wir nochmal in die Runde. Thomas Scholze, alle Fragen beantwortet? Ja, ich kann ja nochmal fragen. Das heißt, der neue Trainer ist quasi schon in der Pipeline. Und Sie warten aber noch, bis feststeht, in welcher Liga Sie nächstes Jahr spielen, um das dann festzumachen. Also wir sind aktiv schon die ganze Zeit gewesen, was Trainerposten betrifft. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Da gibt es auch viele Leute, die sich bewerben. Es gibt auch Leute, die wir interessant finden. Und wir sind momentan aktiv. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ich hoffe, dass wir, wie ich schon gesagt habe, dass wir zeitnah schon jemanden haben, wo wir präsentieren können. Damit sind alle Fragen beantwortet. Der Blick aufs Spiel auch ausführlich abgegeben. Dann danken wir fürs Kommen zur Pressekonferenz an die Kollegen von der Presse. Danke natürlich auch an unseren Sportchef und Chefcoach Pavel Dotschev für heute. Glück auf, und in 48 Stunden und 15 Minuten, da rollt der Ball schon bald hier bei uns im Erzgebirgsstadion. Glück auf. Dankeschön.